Volle Unterhaltung bei Marienhof im Ersten wünscht Ihnen die Spargelcremesuppe von Maggi Meisterklasse. Es wird viel passieren. Sieht aber müde aus. Habt ihr die ganze Nacht Versöhnung gefeiert? Gefeiert hat wohl eher Sven mit seiner Krankenschwester. Wie jetzt? Er hat mich gestern Abend sitzen lassen und ist dann zu dieser Simone. Oh Mann, das glaube ich jetzt nicht. Schmeiß den Kerl raus. Du kannst dir doch nicht alles gefallen lassen. Es wird viel passieren. Das war doch ein gelungener Einstand. Wenn unsere Gemeinschaftspraxis genauso läuft, dann... Nicht doch Lust auf ein kleines Tänzchen vor Fenia? Jetzt schaut auch keiner mehr zu. Robert. Ich will nicht, dass wir als Paar auftreten. Wir sind keins mehr. Okay. Und ich habe dich gebeten, mich nicht mehr Fofinia zu nennen. Okay. Lisa, ich habe nicht gelogen, als ich sagte, dass ich dich vermisst habe. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber willst du mich jetzt ein Leben lang darauf reduzieren? Nein. Aber ich kenne dich und deine Spielchen zu gut, Robert. Und deshalb will ich, dass wir Abstand halten. Was vorbei ist, ist vorbei. Wahrscheinlich hast du recht. Es tut mir leid, wenn ich dir zu nahe gekommen bin. Aber du solltest nicht versuchen, die Vergangenheit zu ignorieren. Irgendwann holt sie einen sowieso wieder ein. Immer. Na, kann ich helfen? Hallo, ja, was muss man denn hier machen? Kannst du einstellen, ob du Cardio machst, also Ausdauer oder Fettverbrennung? Verbrennen. So schnell wie möglich und so viel. Ja, das ist auch das beste Programm. Da kann man nebenher schön noch ein bisschen quatschen. Danke. Du auch? Nein, danke. Ich kenne mich aus. Viel Spaß. Als Sven sich vor ein paar Jahren in mich verliebt hat, da war ich noch um einige Kilos leichter. Und jetzt? Jetzt habe ich Zellulite und ein Doppelkinn. Mann, Toni, wo hast du denn Zellulite und ein Doppelkinn? Ja, guck doch mal hier. Ich sehe nichts. Das ist alles Fett. Ja, lach du nur. Du hast doch selber gesagt, dass Männer schwanzgesteuert sind. Und wenn ich bei Sven noch mal eine Chance haben will, dann muss ich unwiderstehlich aussehen. Mama, du hast gar nichts gegessen. Geht's dir nicht gut? Doch, doch. Aber weißt du, Thorsten, ich habe morgens einfach keinen Hunger mehr. Ich bin übrigens nicht die Einzige, die ihr Frühstück nicht angerührt hat. Bei Lilly ist das immer so. Die steht immer so knapp auf, dass sie gerade noch rechtzeitig in den Unterricht kommt. Aber ich kann das nicht verstehen. Ich dachte, es wäre alles erledigt. Warum macht sie sich jetzt noch so einen Stress? Lilly ist mit dem Abi noch längst nicht durch. Wer weiß, in wie viele Nachprüfungen sie noch muss. Verstehe. Aber sie ist in letzter Zeit so bedrückt. Ich hoffe nur, es hat nicht auch mit mir zu tun. Ach, Thorsten, vielleicht wär's doch besser, ich würde in die Klinik gehen. Was meinst du? Mama, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du bleibst hier. Es ist Lillys Problem, ob sie sich neben dem Abi auch noch den Führerschein aufhalst. Und Marlon hat seine Führerscheinsperre selbst verschuldet. Und dann ist da noch ihre Freundin Toni, die hat wieder eine ihrer Phasen. Und dann soll sie sich auch noch um eine alte Frau kümmern. Nee.
Aber Mama, jetzt hör schon auf. Das machen wir doch gerne. Ich bin so froh, dass du hier bist. Ja, ich bin's ja auch. Gottes Willen, Mama. Nein, es geht mir gut. Ich bin einfach zu schnell aufgestanden. Das ist alles. Ich hole jetzt einen Arzt. Nein. Und du legst dich sofort hin und ich bleibe bei dir. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Thorsten, das kann nicht sein, dass ich hier alles durcheinander bringe, nur weil mir ein bisschen schwindlig war. Ich brauche jetzt keinen Arzt. Aber Mama, du bringst nichts durcheinander. Das ist wirklich alles kein Problem. Aber es ist nicht nötig. Ich brauche keinen Arzt. Wie oft soll ich dir denn das noch sagen? In Ordnung. Aber wenn du dich schlecht fühlst, dann rufst du mich bitte sofort an. Versprochen. Die Nummern sind eingespeichert. Die 1 Nein, Lili, ist Lili, die 2 ist bist mein Handy. Du? Ja, ich weiß es. Geh jetzt endlich, bevor die Leute vor deinem Geschäft noch alle Schlange stehen. Gut, bis später. Bis später. Ich melde mich dann nachher. Ja, daran. Tu das. Je voudrais parler avec Monsieur Tappers. Chambre 24. Non, non, non. 24. Merci. Oui. Ah non, nicht da. Non, non, non. Merci, merci, merci beaucoup. Was ist denn? Lisa. Habe ich die Kinder beim Frühstück geärgert? Hallo, Mama. Nein, nein, ist schon okay. Warum räumst du denn das Geschirr aus? Ach Gott. Es ist doch noch gar nicht gespült. Ich bin total durch den Wind. Er weiß einfach ganz genau, wie er mich verunsichern kann. Robert, Sie sind ein sehr charmanter Kerl. Ich kann das sogar verstehen. Es ist seine ganze Art. Wo soll es denn hinführen? Eine Versöhnung? Ja, dann sag ihm klipp und klar, dass zwischen euch nichts mehr laufen wird. Sagst du so einfach. Mach das erstmal Pia und Steve klar. Die versuchen die ganze Zeit mit ihren Spielchen uns wieder zusammenzubringen. Die respektieren überhaupt nicht, was ich will. Frank soll endlich wieder aus Frankreich zurückkommen, damit hier wieder klare Verhältnisse herrschen. Meine Güte, voll das Doppelkinn. Morgen. Morgen. Fitnessfrühstück oder was? Mhm. Was sollen die Hanteln da? Willst du keine Konkurrenz machen? Ach nee, ich wollte nur testen, wie stark ich bin. Hm, warum das denn? Nur so. Sag mal, Charlie, gefalle ich dir eigentlich? Was meinst du denn damit? Naja, findest du mich sexy? Wie soll ich die Frage verstehen? Siehst du Sven zu wenig oder soll ich dich verpetzen? Was ist los mit Sven? Habt ihr Probleme? Nein, nein, der ist schon im Krankenhaus. Ich habe das wirklich ernst gemeint. Findest du mich sexy? Toni, wir beide, ich meine, du bist eine super Freundin. Und wir beide kennen uns schon ewig. Und, Was soll das denn jetzt heißen, dass du das deswegen nicht beurteilen kannst, oder was? Nee, nee, so ist es nicht. Ich verstehe nur die Frage nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Fangfrage sein soll oder so. Nein, Quatsch.
Ich will doch einfach nur wissen, ob ich sexy bin. Toni, ich glaube, wir müssen ein anderes Mal darüber reden. Ich muss los, aber ich bin sicher, Sven findet dich sexy. Na toll. Ach, scheiß drauf. Mama, du, ich weiß, du bist beschäftigt, aber wenn du dazwischen Zeit hast, bitte ruf mich doch auch kurz zurück. Ja, es geht mir nicht so gut heute. Ja, danke. Oh, meine Süße. Ach, euch geht's besser als mir, gell? Oh. Alle Achtung, du wirst immer fitter. Aber ob das für den Schulmarathon reicht? Oh, ich muss mein Tempo einfach nur anders einteilen, dann geht das schon. Ja, aber dieser Halbmarathon geht auch immerhin über 21 Kilometer. Ja, das weiß ich, aber ich ziehe das durch. Ich habe noch 3 Wochen Zeit, um zu trainieren. Und mit dir als Trainer schaffe ich das. Dabei ist alles. Und wenn du nicht mehr kannst, hörst du halt früher auf. Hä? Das wäre ja voll peinlich. Ich laufe durch und ich werde auch nicht als Letzter ins Ziel kommen. Mal sehen, wie weit du in den 3 Wochen noch kommst. 2 Apfelsaftschalen, bitte. Was hast denn du so in letzter Zeit geschafft, hä? Jetzt echt, bald kommt Töppers wieder zurück. Du weißt schon, Mamas Klempnerfreund. Dir bleibt also nicht mehr viel Zeit, um die Sache mit Mama hinzubiegen. Will ich denn was hinbiegen? Ach, ich dachte. Aber du hast es ja nicht mal geschafft, sie zum Tanzen aufzufordern. Stattdessen tanzt du mit Pia. Selber schuld. Das war eure Idee, nicht meine. Übrigens, Mama geht da heute Abend in so ein Konzert. Soll ich dir sagen, in welches? Toni, jetzt übertreib doch nicht. Viel hilft ja nicht immer viel. Ich habe heute fast ein ganzes Croissant verdrückt. Weißt du, wie viel Kalorien das hat? Das muss sofort wieder runter. Na und? Davon verdrücke ich 2. Jetzt spinn doch nicht. Du kannst es dir aber auch erlauben. Ja, aber du auch. Jetzt komm mal wieder auf den Teppich. Weißt du, wenn gestern mal Simone? Wie geht's denn deiner Oma? Meine Oma ist genau wie du. Die sagt, es gehe ihr gut. Dabei geht's ihr voll mies. Mir geht es nicht mies. Ach, Mann, Toni, du rennst rum wie ein Trauerklos, gibst dir die Schuld, anstatt deinem Arsch von Ehemann endlich mal die Meinung zu sagen. Sven ist kein Arsch. Na, du hast recht. Er ist der Traummann überhaupt. Du findest es auch noch okay, dass er dich betrügt. So bist du heute eigentlich so geladen? Ach, Scheiße. Ich hab heute die Deutschklausur verhauen. Muss jetzt zur mündlichen Nachprüfung. Deutsch ist ja nun wirklich kein Problem. Da würde ich mir an deiner Stelle gar keine Sorgen machen. Okay, mal zurück zum Thema. War er gestern bei Simone? Ja? Bei Sven? Was ist denn los? Toni? Toni? Verlassen Sie sofort das Geschäft. Ein Notfall. Ich muss sofort schließen, bitte. Bitte verlassen Sie alle das Geschäft. Sofort. Ein Notfall. Ich muss sofort schließen, bitte. Gehen Sie, schnell. Jetzt geh schon auf, du Mist. Ich habe eben erst deinen Anruf abgehört. Und bin gleich los. Jetzt sag bitte nicht wieder das.
Mama! Mama! Wach doch auf! Mama! Mama, ich bin da! Sag doch was! Sag. Mann, wo treibst du dich eigentlich die ganze Zeit rum, Frank Töppers? Ja? Oh, entschuldige, störe ich? Nein, nein. Was gibt's denn? Ja, hast du noch was fürs Labor? Nee, ich bin gleich weg. Ah ja, du hast ja heute was vor. Ja, ich gehe in ein Cellokonzert von Haydn. In der Philharmonie? Ich wüsste nicht, wo sonst heute Abend noch ein Cellokonzert von Haydn gegeben wird. Warum? Ja, weil ich auch eine Karte für das Konzert habe. Ich konnte ja nicht wissen, dass du da hingehst. Aber mach dir keine Sorgen. Wir werden sicherlich so weit auseinandersitzen, dass niemand auf die Idee kommt, dass wir zusammen da sind. Wer hat dir den Tipp gegeben? Hm? Na ja, vielleicht habe ich irgendwo was aufgeschnappt. Aber wenn es dir nicht passt, ich kann auch gern auf das Konzert verzichten, ganz so, wie du magst. Quatsch, ist doch albern. Warum sollen wir nicht zusammen dahin gehen? Nur weil Pia und Steve versuchen, uns wieder zu verkuppeln, müssen wir uns doch nicht so infantil benehmen, oder? Darf ich dich abholen? 19 Uhr? An deiner Pforte? Es bleibt dabei, Lilly. Simone ist eindeutig hübscher. Sie hat den schöneren Beine und ist auch sonst attraktiver. Jetzt hör doch mal auf. Bist du mit echt auf einem komischen Trip? Hast du den Typen gesehen auf dem Laufband? Der hat dich voll angeschaut. Mir guckt doch keiner hinterher. Doch, der hat dich die ganze Zeit angelächelt. Lilly, da war kein Typ auf dem Laufband. Doch. Nein. Gehen wir im Dailies noch was trinken? Ich muss leider nach Hause und für Englisch lernen, Lektüre und so. Aber sonst gerne. Dann gehe ich jetzt auch nach Hause. Vielleicht kommt ja Sven. Ach Mann, Toni, du willst dich doch jetzt nicht wirklich auf die Couch setzen und warten, bis Sven kommt, oder? Doch, ich habe kein Problem damit. Naja, hoffentlich kommt er dann auch. Ich drück dir die Daumen. Ja, ciao. Ciao. Wenn ich ein Jahr ins Fitnessstudio renne. So eine Figur wie Simone bekomme ich doch nie. So, Frau. Port, Antonia Port. Ah ja. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ja. Ja, was kann ich für Sie tun? Naja, also ich habe gehört, dass Sie Operationen machen und ich habe da das Schild gesehen. Naja, Schönheitsoperationen, Fettabsaugen und so. Ja, das ist richtig. Ich bin auch plastischer Chirurg. Und deswegen kommen Sie zu mir. Ja. Sie müssen mir helfen. Sie müssen mich operieren, bitte. Ich kann, ich will so wie ich bin nicht mehr weiterleben. Vorsicht! Oh, Entschuldigung. Frank! Was machst du denn hier? Tanja! Du, ich dachte, ich guck mal vorbei. Ja, wir warten ja auch schon darauf, dass du endlich wieder zurückkommst. Ja, ich auch. Ich habe ganz schön Heimweh nach euch allen. Mhm. Danke, stimmt so. Und vor allem natürlich nach Frau Doktor. Hübscher Strauß. Du weißt, dass Lisa einen neuen Partner in ihrer Praxis hat? Ihren Ex-Mann, ja. Warum? Meinst du, ich sollte mir deswegen Sorgen machen? Nein, Frank, nein. Das ist lieb von dir. Aber Lisa hat es mir selbst erzählt. Es erleichtert vieles, wenn man einen Geschäftspartner hat. Ne? Mhm. Man hat nur noch die halben Unkosten. Und wenn man mal krank ist, dann muss man nicht gleich den ganzen Laden dicht machen. Ja, und du? Großeinkauf? Sind Dino und Annika zurück? Mhm. Francesca und Stefano schmeißen heute den wilden Mann und ich mache mir mit Anne einen schönen, gemütlichen Abend. Ja, dann habt eine gute Zeit und ganz liebe Grüße an Stefano, ne? Mach ich. Tschüss. Tschüss. Ach, Frank, wenn ihr Lust habt, Lisa und du, dann kommt doch morgen in den wilden Mann.
Ihr seid herzlich eingeladen. Oh, danke. Die Einladung nehme ich gerne an, wenn es geht. Also bis dann, okay, ne? Bis dann. Grüße, Lisa. Jo. Was man heute Morgen auch gesehen hat. Ach ja? Sie hat gesagt, es ging ihr gut. Sie hat womöglich stundenlang bewusstlos in der Wohnung gelegen. Aber warum bist du dann nicht zu Hause geblieben, wenn es ihr schlecht gegangen ist? Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber ich hatte ja keine Vertretung. Ich habe es gespürt und wollte da bleiben, aber dann hat sie mich weggeschickt und... Ich bin ins Geschäft. Oh, wir kriegen das hin. Oma schafft das, ja? Nach so einem Konzert fühlt man sich so beruhigt und erfüllt. Dabei hat man nichts anderes gemacht als zugehört. Schön. Wenn du mal ausnahmsweise nicht geschlafen hast, dein Kopf ist einige Male verdächtig nach vorne gefallen. Das ist eine infame Unterstellung. Ich habe jede einzelne Note mitbekommen. Ich hätte auch gar nicht einschlafen können, so laut hat mein Nachbar neben mir geschnarcht. Faule Ausrede. Du hast mich also beobachtet? Nur ein bisschen. Und du wolltest sehen, ob ich eingeschlafen bin? Nein. Ah ja? Warum hast du dann geschaut? Ach, Robert, jetzt hör auf, so blöde Fragen zu stellen. Du bist schon wie Steve. So auch mein Sohn. Es war ein wunderschöner Abend. Das finde ich auch. Du, ich bin jetzt müde. Ich gehe nach Hause. Wir sehen uns morgen in der Praxis, okay? Lisa, ich muss dir noch ein Kompliment machen. Mir? Wieso denn? Wegen der Kinder. Ich bin so stolz auf sie. Sie sind so erwachsen und so toll. Und das sind sie nur wegen dir. Bekommen. Ach, das ist ja toll. Weiß Tom das schon? Na, wie denn? Guck mal auf die Uhr. Stimmt. Ist noch nicht ganz an der Zeit. Heute schon. Tom! Der große Bauer. Der große Bauer. Wer ihn hat, hat's gut. Noch was Süßes hinterher? Das neue Kuchendessert von Bauer. Jetzt in 4 leckeren Sorten. Lilly ist auch hier, schon die ganze Nacht. Sie ist ein tolles Mädchen. Kommt ganz nach dir. Und dann im Urlaub, also am Strand, da habe ich dann auch wieder, also ich werde dann auch wieder Bikinis tragen können. Klar, warum denn nicht?